Tja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Berlin. Tja, mit einer neuen Ausgabe von DanceStream, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich begrüße Sie recht herzlich im World Wide Web auf dem Telefonstream, sowie bei Radio Schwung, King Ralf Radio, Berlin 24, House of Sound Asia. Ich grüße auch alle Hörerinnen und Hörer hier bei uns im hauseigenen Chat und damit gehen schon mal ganz, ganz liebe Grüße an unsere Schwungmutti Verena nach Ungarn. Schön, dass du mit dabei bist. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer natürlich heute hier, ja, ganz besonders zu dieser Sendung heute hier, nämlich zu, ja, DanceStream. Und wir haben genau vor einem Jahr haben wir diese Sendung ins Leben gerufen. Das heißt, wir haben 54 Sendungen live gesendet, das Ganze aus Berlin. Dazu muss ich sagen, vielen, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, denn diese Sendung wird auch weiterhin so auf dem Sonntag mitlaufen, denn uns hat gezeigt, dass diese Sendung sehr, sehr gut angekommen ist und wir werden auch jetzt anfangen, diese Sachen natürlich, ja, zu broadcasten auf unseren YouTube-Channel und wir haben für Sie heute ganz, ganz tolle Sachen rausgesucht und ja, einen ganz großen Dank natürlich auch hier an Radio Schwung und an unsere Petra, die auch jetzt gerade mit dem hauseigenen Chat ist und an unsere ganzen Moderatoren wie unsere Rolanda, Marie, Madeleine, dass wir gesagt haben, Mensch toll, alle wir haben dran mitgearbeitet, dass diese Sendung natürlich hier so erfolgreich mit durchstarten kann. Und wir starten auch gleich mit durch mit dem nächsten Titel, liebe Hörerinnen und Hörer, das kennen Sie auch. Hier ist Schiller mit dem Glockenspiel. We'll be right back.
Das war Schiller mit dem Glockenspiel, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, und hier im hauseigenen Chat, hier klingen schon die Sektgläser. Ja, ein Jahr Dance Stream. Ja, muss ich jetzt sagen, wäre ich heute gar nicht so drauf gekommen, wenn ich die Sendung nicht ein bisschen gezählt hätte und das ein oder andere Liedchen nicht aus dem Ordner der ersten Sendung rausgenommen hätte, wäre mir das heute gar nicht aufgefallen. Denn wir sind tatsächlich im Oktober mit dieser Sendung gestartet. Und somit haben wir natürlich ein Jahr heute, ja, eigentlich die Party Dance Stream. Und ich freue mich wirklich, dass wir das so durchgezogen haben. Auch der Sonntag ist, glaube ich, immer der genau idealste, ja, Programmplatz. Und das Ganze auch von 8 bis 9 Uhr. Und so wird es auch bleiben. Im hauseigenen Chat sage ich hallo, liebes M&M-Klickerchen. Ja, unser kleiner Schokoklicker aus Ungarn, unsere Marie Madeleine. So, der nächste Song habe ich heute extra mit da reingepackt. Ist nicht ganz in der Trance-Version, aber ich denke, für unsere liebe Petra nach Bernburg und für unseren Tobias, der auch im Hintergrund mithört, und für unseren Thomas aus Sachsen-Anhalt, ja, denke ich mal, passt dieser Song heute hervorragend und er passt auch hier in unsere Sendung. Ich habe immer gesagt, ich muss den unbedingt mal spielen, aber heute gibt es die Vision. Ich habe die, ja, so eine ganz neue Mix-Version da extra nochmal heute besorgt und nochmal den PayPal-Knopf gedrückt. Und hier ist für dich, liebe Petra, lieber Tobias, lieber Thomas, der Song, ja, den ihr auch immer sehr, sehr gerne hört. Viel Spaß, los geht's. Hier ist der Apfelbaum. Habe dich auf.
bist. Das war der Apfelbaum, liebe Hörerinnen und Hörer, und auch mal eine Vision, so wie wir sie hier noch nie gespielt haben. Und damit ganz, ganz liebe Grüße, ja, zu dem ganzen Team, sage ich jetzt mal, nach Bernburg und natürlich zu unserem Thomas aus Sachsen-Anhalt. Schön, dass ihr alle heute wieder so zahlreich zugeschaltet habt. Das freut mich ungemein und es gibt mir immer wieder ganz, ganz neue Motivation, immer noch ein bisschen an diesen Sendungen rumzufeilen. Und der ein oder andere hat natürlich schon gesehen, dass wir so ein bisschen schon auf unser Winterprogramm hinweisen, denn es gibt jetzt wieder jeden Donnerstag von King Ralf die Sendungen, einmal im Country-Bereich, dann kommt Oma Reinhilde, ja, dann gibt's die Seemannsmusik und auch noch einen Schlagertag wird's geben, ja, also alles das immer schön donnerstags immer von 20 bis 21 Uhr, sonntags wird's bleiben, sag ich jetzt erstmal, unsere Dance-Stream-Geschichte, die wird so, ja, stehen bleiben, und den Samstag, den halten wir uns immer mal so ein bisschen auf für eine 2-Stunden-Sendung, so wie es in unseren Fahrplan reinpasst, wenn wir denn mal nicht irgendwo in Dreharbeiten stecken oder auf irgendwelchen Messegelände, ja, den Bauch wegtrainieren, da packen wir immer irgendwas rein. Das gleiche gilt auch gleich für den kommenden Samstag. Ja, sollte das Oktoberfest in Britz nicht stattfinden, das weiß ich aber morgen, dann wird es trotzdem am Samstagabend, wie versprochen, unsere Oktoberfest-Sendung geben. Dann gibt es die aus dem Studio. Dann werde ich mir einen Topf mit Weißwürstchen hinstellen und ein Maß Bier und ein paar Krüge. Und dann feiern wir das Oktoberfest hier im Studio. Ich weiß, dass auch die Moderatorin Petra und die kleine Anjala da sein wird. Und auch der Tobias und wer noch alles so denn hier mit dabei ist. So, ganz liebe Grüße gehen an unsere Rolanda nach Mexiko. Auch sie hat gerade wieder zugeschaltet. Und freut sich, ja, dass sie das süße, zarte Stimmchen aus Berlin mitlauschen kann. Und ich freue mich, dass sie mit im hauseigenen Chat ist. So, gleich geht's weiter mit dem nächsten Super Hammer Mega Mix. Hier kommt Agra Kadabra mit Mama Mia.
Das war Abracadabra mit Mamma Mia, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, hier fallen die Küsschen und die Umarmungen hier im Chat nur so hin und her. Und der Tequila aus Mexiko, der fließt hier schon in rauen Mengen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Schwungmutti fragt gerade, wo wir uns denn schon wieder rumtreiben werden. Das kann ich Ihnen auch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ist für nächste Woche überhaupt gar kein Geheimnis. Ja, morgen laufen schon die Vorbereitungen wieder für, ja, kann man sagen, für die nächste Hall of Fame im nächsten Jahr. Ich muss morgen noch sehr viel Papierkram machen. Das Magazin muss vorgelegt werden. Die Anzeigen für Facebook müssen morgen noch alle gemacht werden. Und am Dienstag geht das ganze Tarada dann schon ganz wieder los. Wir haben die Barcode Konvent in Berlin. Das heißt wieder für den King 2 Tage absolutes Hardcore, ja, an Probieren von neuen Schnapssorten. Das heißt, da muss ich morgen auch wirklich nochmal vorschlafen und alles, was sonst dazu kommt. Dann haben wir am 11. werden die Horrornächte in Babelsberg zur Pressekonferenz, ist dort eingeladen worden. Auch das muss ich natürlich abends dran teilnehmen, wo ich auch wieder sehr gerne auch hingehe. Auch das wird wieder, ja, ein knallharter Tag. Das wird in der Mittwoch und am Donnerstag, ja, ist dann Besuch bei dem Bürgermeister in der Stadt Lübben und abends dann ganz klar, da gibt's dann King Country, die Musiksendung, und danach werde ich wahrscheinlich auch tot in mein Haierbettchen fallen. Und das Ganze natürlich am Freitag werden wir nochmal die Horrornächte besuchen. Und am Samstag ist dann Oktoberfest und am Sonntag ist noch eine Überraschung geplant und anschließend muss der King zur Rummesse, auch in Berlin. Also die ganze Woche ist knallhart. Anschließend noch Sendung ab 20 Uhr. So, das ist der Wochenplan für die kommende Woche. Und da kann sich jetzt jeder sein Urteil drüber fällen, was denn hier so zu tun ist. So, liebe Hörer und Hörer, bei uns geht es natürlich nahtlos schnell weiter mit der Musik. Sonst wären wir heute hier überhaupt nicht fertig. Hier ist Cosmogate. Exploration Space. Mit Exploration Space. Of space.
Das war Exploration Space von Cosmogate, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, jetzt wird mit Wein angestoßen und der King hängt hier an der Stange und soll tanzen. Aber wenn ich mir die Beinchen angucke, muss ich dazu sagen, meine sind jetzt schon ein bisschen schlanker und dünner. Ja, dank der guten, perfekten Ernährung. Aber das gibt's mal irgendwann in einer ganz, ganz anderen Sendung. So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt muss ich mal, genau, das passt jetzt alles wunderbar noch zusammen. Wir müssen mal eben einen Track umschalten, denn das ist jetzt noch viel zu früh für diesen Teil. Da kommt jetzt erstmal was ganz, ganz anderes. Und zwar kommt jetzt was Deutsches, liebe Hörerinnen und Hörer, auch diese Vision bestimmt schon mal gehört, aber nicht in dieser Fassung. Wir kennen es von, ja, unserem Michael Holm, Tränen lügen nicht, aber auch da gibt es natürlich eine Trance-Dance-Version von. Und die möchte ich euch heute eigentlich zur Feier des Jahres, ein Jahr Dance-Stream, gar nicht mal vorenthalten. Ich drücke mal das Musikknöpfchen, los geht's, viel Spaß!
Ja, das war der Transmix Tränen lügen nicht von Michael Holm. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Dancestream ja, wird ein Jahr alt und das ist heute ein Grund zum Feiern. Und für alle, die es verpasst haben, kein Problem. Ja, wir haben jetzt immer alle Sendungen on demand auf unserem Video-YouTube-Channel, wo Sie gleich morgen auf diese Sendung natürlich zugreifen können. So, jetzt muss ich mal schnell hier mal durchtackern. Für den nächsten Track habe ich jetzt liegen. Damit gehen ganz, ganz liebe Grüße zu unserer Schwungmutti nach Ungarn mit dem nächsten Lied. Und ich kann auch nur sagen, wir arbeiten auch aufs dritte Jahr hin, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das wird auch ein Riesenfest geben, wenn wir denn das dritte Jahr im Februar feiern werden. Aber heute haben wir erstmal ein Jahr Dancestream. Und das war eine Vision, die wir auch an der ersten Sendung vor einem Jahr gespielt haben. Und damit ganz, ganz liebe Grüße zu unserer Verena, zu unserer Marie-Madeleine, zu unserer Rolanda nach Mexiko und klar Petra und alles, was im Hintergrund mit zuhört. We'll be right back.
Ja, das war Watergate mit Maine auf New Orleans, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, nächster Track liegt bei uns natürlich auch schon im Deck drinne. Und ich würde sagen, ich sende euch jetzt alle erstmal einen Engel von Berlin. Ja, und zwar dahin, wo er überall hingehört. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist ein Schutzengel nach Mexiko zu unserer Rolanda, denn da bebt schon wieder der Boden und das kann nicht ganz gesund sein. Also Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, liebe Rolanda. Wenn es gar nicht geht, Klamotten packen und sofort nach Europa. So, hier ist erstmal der Engelchen für dich und los geht's. Das war Send Me an Angel und damit ganz, ganz liebe Grüße zu unserer Rolanda. Und wie gesagt, das ist kein gutes Zeichen, wenn da 3 Wochen lang die Erde wackelt und bebt.
Das ist ganz, 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 ganz böse. Man sollte doch ein bisschen aufpassen, kann ich da unten nur wieder sagen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, nichtsdestotrotz, ein Jahr Dance Stream. Wir müssen natürlich hier weiter durchziehen. Ja, und wir machen auch gleich weiter mit dem nächsten Titel. Auch den kennen Sie. Da gab es eben, ja, genau vor über 102 Jahren gab es ein Schiffchen, was in einen Eisberg reingefallen ist und reingefahren ist. Und auch da waren viele, viele Tote und Verletzte, aber die Vision wurde nachgedreht. Nochmal hier mit, ja, DiCaprio und alles. Und auch da gab es natürlich einen ganz wahnsinnigen Hit von der Celine Dion, aber auch den gibt es in einem Trance-Techno-Mix. Und den spiele ich euch jetzt hier an. The Heart of Ja, das war The Heart of the Ocean, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, hier ist Berlin 24, hier Udi und Evergesender live aus Berlin aus dem Sendestudio 1. Am Mikrofon ist euer King Ralf. Ja, Dance Stream, ja, ein Jahr 54 Sendung. Das ist schon wieder eine Hausnummer. Und wenn man sich überlegt, wie schnell dieses Jahr vergangen ist, ist es schon fast einfach irre. So, auch den nächsten Titel, den kennen Sie alle, haben viele Leute gesungen, ein Wahnsinnshit und millionenfach verkauft Schallplatten, Tonträger, also alles, was es eigentlich gibt von jedem, der es eigentlich gesungen hat, ob es Michael Jackson war oder Cliff Richard und wie sie alle hießen. Aber wir haben natürlich auch hier eine Dance-Version für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich spiele einfach das Knöpfchen, oder ich drücke das Knöpfchen und dann hören Sie.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, diesen Titel kannten Sie natürlich alle. So, jetzt wollen wir ein bisschen hin und her switchen hier natürlich noch. So, die nächsten haben wir noch. Eins noch und dann kommt schon wieder unsere Verabschiedungsmelodie. Auch da habe ich noch was ganz, ganz Schönes rausgesucht. Ich denke, wir müssen ein oder zwei Minütchen überziehen. Aber ich drücke mal ganz schnell das Musikknöpfchen. Hier ist The Dark Side und los geht's. Dark side. Another cold and lonely rainy day comes to an end. I have to clear my mind before I sleep or else I tend to close my eyes and realize there's nothing there but light. I need shadow, I need darkness to help me through the night. The dark side. Surprised the clouds have gone. I'm still in search for darkness, so I got to wait till dawn. The dark side. Ja, das war Hypertracks mit The Dark Side, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, mit dem nächsten Song muss ich mich leider schon wieder verabschieden. Und auch den Song kennen Sie alle. Aber es ist eine wunderbare Melodie, wo man sagt, es ist jetzt Zeit zu gehen. Ja, ist ja auch schon die Stunde fast rum. So ein bisschen werden wir jetzt überziehen müssen. Ich drücke schon mal das Musikknöpfchen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's heute mit Dancestream zur einjährigen Sendung. Ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern im World Wide Web auf dem Telefonstream sowie bei Radio Schwung, King Ralf Radio Berlin 24, House of Sound Asia. Sowie bei allen Hintergrundhörern und Hörern und natürlich auch hier im hauseigenen Chat bei unserer Petra, bei unserer Anjala, bei unserer Marie-Madeleine, unserer Rolanda und unserer Verena.
sowie bei unserem Danny, bei unserem Kevin, ja, bei unserem Thomas, bei unserem Tom. Ich wünsche alle nachfolgenden Moderatoren eine pannenfreie Sendung. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, erzählen Sie es weiter. Oder schreiben einfach mal einen Kommentar unter unsere Facebook-Anzeige. Auch da freue ich mich immer wahnsinnig drüber, wenn da mal eine ein oder andere Zeile drüber geschrieben wird. Ja, liebe Rolanda, ich werde mich auch gleich zur Ruhe betten, sag ich jetzt mal, Füßchen hochlegen, noch ein bisschen Fernsehen gucken und nebenbei natürlich klar für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung bereits schon heute Nacht für Sie on demand stellen. Und damit auch mal ganz, ganz liebe Grüße auch zu unserer Rolanda nach Mexiko, auch dir gleich eine pannenfreie Sendung. Ja, ich sage dann tschüss und goodbye bis zur nächsten Sendung. Ja, euch noch einen schönen Abend und einen schönen Start in die neue Woche. Wünscht euch euer King Ralf.